Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, hier ist der Alex. Und der Stefan. Vom Monat Mob. Ja, und diesen Monat mistet der Mob aus. So schaut's aus. Wir haben uns entschieden, Dinge auszumisten oder zu verschenken, die wir nicht mehr brauchen, die wir aus unserem Leben verbannen wollen, die uns keinen Mehrwert liefern. Alex. Genau, und deswegen, deswegen wird es in dem Video um drei konkrete Dinge gehen, die sind. Und zwar, warum Ausmisten Sinn macht, was man ausmisten kann, und dann geben wir am Ende noch einen Haufen Ausmist-Tipps euch mit, dass das auch gut funktioniert im Monat hier. Warum macht Ausmisten Sinn, Alex? Ausmisten macht Sinn, weil das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe schon sehr viel ausgemistet, weil ich einfach so unendlich viel Kram hatte. Es befreit einfach geistig. Also ich fühle mich immer besser, nachdem ich ausgemistet habe. Vorher ist immer ein kleiner Kampf, aber danach so ein simples, minimalistisches Leben macht einfach Spaß. Das könnte man so abtippen, wie du gesagt hast. Sehr gut. Was ich noch sagen kann, ist, wenn man was Neues sich anschaffen will, dann braucht man erstmal Platz für Neues. Und wenn man schon sein ganzes Bücherregal voll hat mit Büchern und kein Buch mehr reinbekommt, dann ist das doof, weil man nichts mehr reinbekommt. Deswegen, wenn die Tasse voll ist, muss man die Tasse halb leer machen, um wieder was reinzubekommen. Genau. Ja, und es gibt ja viele Dinge, die man ausmisten kann. Ein paar Sachen sind prädestiniert dafür. Man kann vor allem DVDs, Videospiele, da habe ich schon so viel. Ich hatte so eine Riesensammlung. Eben Bücher, wie du es gesagt hast. Weil gerade wenn man, ich sag mal, Romane, die werden wahrscheinlich nur die wenigsten noch ein zweites Mal lesen. Und wenn die einfach nur so rumstehen, dann bringen die eigentlich keinen Mehrwert für sein eigenes Leben. Ja. Was gibt's noch so? Alte Elektronik, Fotos, Laptops. Wenn man ganz viele Laptops im Schrank hat. Klamotten, nee, aber einfach, wenn man, Klamotten ist ein gutes Thema, sorry. Mit den Laptops, ja, einfach, wenn man einen alten Laptop rumstehen hat und den nicht mehr benutzt, weil er nicht mehr so richtig schnell ist, oder ein Foto, weil er nicht mehr so eine richtig hohe Auflösung hat, aber sich denkt, ja, zum Weggeben ist er auch zu schade, aber wenn man ihn nie benutzt, dann ist er eigentlich prädestiniert dafür. Ja, und man muss ja nicht unbedingt verschenken, sondern kann es auch verkaufen, also wenn man sich die Mühe machen will. Wahrscheinlich oftmals ist das Geld nicht wert, was man dafür bekommt, weil man nur noch wenig bekommt, also ist es vielleicht besser, es zu verschenken, aber wir wollen es jetzt nicht vorschreiben, dass ihr in dem Monat nur alles verschenken müsst oder wegschmeißen müsst. Also verkaufen ist auch noch eine Möglichkeit. Genau, aber gerade auch wenn man, auch wenn man nicht den Wert, den man mal investiert hat, zurückbekommt, kriegt man ja trotzdem noch etwas Geld dafür, und das hilft einem, glaube ich, in vielen Fällen mehr, als wenn man einfach nur irgendwas in der Wohnung rumstehen hat, was man nie benutzt. Ja, und es muss weniger produziert werden, weil derjenige Mensch, der das dann bekommt, der muss sich nichts Neues kaufen, und somit werden Ressourcen geschont im Endeffekt, und das Ganze wird noch von irgendjemand benutzt irgendwo anders, und das ist ja auch schön. Genau, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt, ja. Ja, was kann man noch ausmisten? Papierstapel, da habe ich einen Haufen, alte Studienunterlagen, habe ich schon einiges weg, aber habe doch noch ein bisschen was da, wo ich aber auch die letzten 2-3 Jahre nicht reingeschaut habe, von daher auch prädestiniert dafür wegzugehen. E-Mails, ganz wichtiges Thema bei mir. So viele alte E-Mails, 4000 oder was, Newsletter, wo ich definitiv jetzt wegbekommen möchte in dem Monat. Und überhaupt digitale Daten. So viele Bilder werden geschossen, die man nicht mehr braucht oder irgendwie doppelt, dreifach hat in verschiedenen Winkeln. Und so viel gibt es ja auch auf Wikipedia von irgendwelchen Orten, wo man vielleicht war. Also ja, man kann alles nachlesen in der digitalen Welt und alles, vieles auch nachschauen, muss nicht immer alles selbst fotografieren in meinen Augen. Genau, so als Anregung, das mag jetzt vielleicht nicht für jeden zutreffen, für mich zum Beispiel nicht, weil ich meine MP3-Sammlung liebe, aber für manche Leute ist es auch einfach gut, wenn sie sich von ihren CDs und DVDs befreien und dann halt so Online-Streaming-Dienste wie Spotify oder LoveFilm, whatever benutzen, weil, ja, viele gucken Film eh nur einmal, und warum sollen sie sich dann die DVD für sowas kaufen? Ja, so schaut's aus.
Kann man auch wieder ressourcenschonend denken. Genau. Auch wenn natürlich der Konsum übers Netz wieder Energie, Produktion erfordert, das ist klar, aber ich glaube, die ist geringer, als wenn so eine CD gepresst werden muss und vor allem Ganz braucht man genau. Material dafür. Ja. Ja. Ansonsten noch ausmistbare Gegenstände, was gibt's noch? Naja, so grundsätzlich eigentlich alles, so Gebrauchsgegenstände, die einfach nur so in der Gegend rumliegen und nie benutzt werden, würde ich mal sagen. Und alles, was man, wo man denkt, man könnte es mal irgendwann brauchen, aber es mehrere Jahre nicht benutzt hat. Genau. Und auch direkt mal in bestimmte Räume reinschauen, Küche durchgehen, Keller anschauen, bei mir auch ein großes Thema. Keller ist randvoll mit irgendwas, was niemand braucht. Irgendwas. Und vielleicht mal noch ein radikaler Tipp, das Adressbuch durchschauen und Adressbucheinträge löschen von Leuten, die man gar nicht mehr weiß, wer das ist. Die man Stimmt, irgendwann ja. mal kennengelernt hat und Ja. keinen Plan mehr hat. Ich glaube, das befreit auch. Ja, genau. Okay, Ausmist-Tipps. Was haben wir alles für Tipps? Ja, also zum einen, es mag vieles geben, was von vornherein, was man gleich ohne größeres Widerstreben ausmisten kann. Das ist ja kein Problem, aber dann gibt es ja wieder auch die anderen Sachen, wo man eben dann dieses Kopfkino noch ein bisschen läuft, wo man sich denkt, ja, aber könnte ich ja nochmal gebrauchen oder ich hänge noch dran oder kann ich ja nicht weggeben. Wenn man diese Dinge hat, aber gleichzeitig sie irgendwie weggeben will und gleichzeitig auch wieder nicht, dann ist ein Tipp, eine Kiste zu machen, die man sich irgendwo in die Wohnung stellt und da einfach mal so alles sammelt, mit dem man noch so ein bisschen Probleme hat. Die lässt man dann einfach mal 3 Monate stehen und wenn man nach 3 Monaten nichts aus dieser Kiste rausgenommen hat, dann kann man die Kiste eigentlich genauso, wie sie ist, gleich weiter verschenken, verkaufen, wie auch immer, was man damit machen möchte, weil das ist einfach der Beweis dafür, dass man die Dinge nicht braucht in seinem Leben. Genau, und das machen wir jetzt auch ganz konkret. Das heißt, wir beide werden uns diese Kiste in die Wohnung stellen und Ja. dann definieren wir einfach einen Zeitraum von 3 Monaten und nach 3 Monaten werden wir euch per E-Mail, per Facebook-Gruppe darauf aufmerksam machen, wie schaut's aus mit der Kiste? Habt ihr jetzt was rausgenommen? Oder alles, was noch drin ist, stellt's einfach vor die Tür. Schreibt drauf zu verschenken auf die Kiste und dann ist das Zeug weg und ihr werdet euch höchstwahrscheinlich befreiter fühlen, weil ihr es die letzten 3 Monate nicht benutzt habt und auch danach nicht benutzen werdet, die Dinge. Und jemand anders freut sich dran und das ist auch was Schönes dabei, wenn man sieht dann, dass jemand anders vor der Kiste dann steht, kann man aus dem Fenster beobachten oder direkt daneben stehen und was aus der Kiste rausnimmt. Ich habe das schon öfters hier gemacht in Bremen hier vor der Tür und das ist echt schön, wie die Leute sich dann da drumrum scharren, die Kinder und dann nur, oh, schau mal hier und dann ist alles innerhalb von einer Stunde weg. Das ist, also je nachdem, wo man wohnt, aber das ist auch ein ganz konkreter Tipp. Sachen in Kisten packen, zu verschenken draufschreiben, von allen Seiten sichtbar und vor die Tür stellen. Schauen, dass es nicht regnet an dem Tag oder schauen, dass die Gegenstände irgendwie nicht nass werden können. Das ist Genau. sinnvoll und ja, in 3 Monaten ist es nicht wirklich wärmer als jetzt, aber es gibt ja auch schöne Tage im Winter, wo man das machen kann. Und du Ja. hast ganz aktuell was rausgestellt, das war sofort weg. Also jetzt vor 2, 3 Tagen Ja, weg. genau. Also wir haben halt so ein Tauscheck einfach. Das ist, ich weiß auch nicht, das ist so als solches nicht deklariert, da steht nichts dran, aber es ist einfach so, dass Leute ihre Sachen da hinstellen und andere Leute nehmen es mit. Das ist halt einfach so. Das ist bei mir ums Eck an der Straße. Das ist einfach so ein Stromcontainer. Da gibt es so eine Ablagefläche und das wird einfach für sowas benutzt. Und da habe ich letzte Woche eben erst was hingebracht. Da wurde mir das erste Teil gleich aus den Händen gerissen, quasi voller Freude. Und eine Stunde später kam ich wieder dran vorbei und alles war weg. Also sowas sind auch tolle Sachen. Aber natürlich die Kiste mit dem zu verschenken, überall hinstellen, das ist natürlich auch toll, wenn es keine offizielle Verschenkecke ist in dem Sinn. Ist es auch immer eine große Überraschung, wenn jemand dran vorbeikommt. Ja. Genau, das ist auch sehr schön. Was man mit Kleidung machen kann, ist natürlich Kleidersammelcontainer, wenn man denn den Einrichtungen vertraut, oder in einem Secondhand-Shop abgeben. Da gibt es ja auch genug, die das annehmen auf jeden Fall. Meistens kriegt man nichts dafür, aber mein, so alte Kleidung ist eh selten was wert oder Genau. du kriegst da wirklich Geld dafür eigentlich. Aber du kannst auch einfach mal gucken in deiner Stadt. Vielleicht gibt es einen Oxfam-Shop oder sowas wie bei uns in der Stadt in Nürnberg, den Vintis. Den gibt es auch noch in anderen Städten in Bayern. Die benutzen dann diese Klamotten auch noch für wohltätige Zwecke. Also Genau. den Erlös, den sie aus dem Verkauf bekommen quasi. Ja, also Ja. doppelt gut. Genau. Bücher gibt es auch vielfältige Möglichkeiten. Eine hat uns die Cynthia gesagt, sind öffentliche Bücherschränke. Also ich habe schon mal davon gehört, aber ich habe noch nie
Ich gewusst, dass es auf Wikipedia dazu eine Liste gibt. Das verlinken wir hier unter dem Post. Schaut mal dann da rein und schaut, ob in eurer Stadt so ein öffentlicher Bücherschrank ist. Hier in Bremen ist einer, wo man sich sogar reinsetzen kann. Das ist so ein Kunstwerk aus Sitzen und Schrank gleichzeitig. Da werde ich auf jeden Fall mal hingehen und ich habe ja einen Haufen hier stehen und weggeben. Ey, da gibt es auch in Berlin, hatte ich da mal einen gesehen, das war super cool. Das war echt ein alter Baum, den die halt da einfach konserviert haben. Und dann haben die da so kleine Fächer quasi reingesägt mit so Klappen. Und dann war das halt im Prinzip dieser alte Baum, war dann so ein Bücherregal. Im Prinzip, Das das ist war so ein cool. massiver Stamm, richtig cool, ja. Das passt ja auch dazu, weil das Buch kommt ja auch aus dem Baum raus. Also Papier ist ja Stimmt, der auch. Kreislauf schließt sich ja. Dann gibt es Ja. noch Book Crossing, da hast du auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht, wo man die Bücher einfach liegen lässt. Das habe ich jetzt Genau. auch erst erfahren und Ja. dann schreibt man sowas rein, ne? Bookcrossing ist ganz lustig. Du kannst dann die Bücher quasi auf dieser Plattform auf bookcrossing.com registrieren. Dann kriegt das Buch eine Nummer. Die Nummer klebst du auf das Buch oder schreibst es drauf. Und dann lässt es irgendwo liegen. Und dann kann es jemand aufnehmen. Da ist dann auch so eine kleine Notiz dabei. Hey, dieses Buch wurde nicht vergessen, sondern es geht gerade auf Reisen. Und dann kann Okay. quasi jeder, der es findet, kann das dann auch wieder registrieren im Internet und kann einfach sagen, in welcher Stadt es gefunden wurde. Und so kannst du theoretisch die Weltreise deines Buchs miterleben. Das ist dann schon cool, wenn es in einem anderen Kontinent auftaucht. Wobei Genau. dann müsste es entweder ein Deutscher sein, der da hingereist ist, oder jemand, der Deutsch spricht im anderen Land. Naja. Ganz Oder genau. man. Oder dann halt die Reise durch Deutschland oder durch die deutschsprachig Europa, wie auch immer. Das ist ja auch schon ganz nett. Ja. Schon. Was wir noch gar nicht gesagt haben, Dinge kann man natürlich verschenken an Leute, die man kennt. Das ist logisch, aber das sollte man sich auch vor Augen halten. Und macht ja auch in der Weihnachtszeit jetzt Sinn, dass man sich da überlegt, wem könnte ich denn einigen von den halbwegs passablen Sachen, die ich noch habe, hier verschenken? Genau, War das ein deutscher Satz, den ich gerade gesagt habe, oder? ja, deutsch genug. Okay. ja, und Und? es, ja, sorry, es gibt Facebook-Gruppen, da musst du einfach mal suchen, kannst einfach nach Verschenke und dann deine Stadt oder deinen Landkreis und da tun sich dann einfach Leute zusammen und stellen Bilder rein, hey, ich habe das zu verschenken, kannst du hier und da abholen und dann kann man denjenigen einfach kontaktieren. Habe ich auch schon für Nürnberg oft gemacht, also da kriegt man eigentlich alles los. Auch den gelben Sackmüll. soweit war ich noch nicht, dass ich den reingestellt habe. Was man auch machen kann, was Vernünftiges zu sagen, ist, die Sachen auf eBay Kleinanzeigen einfach reinstellen, falls man nicht auf Facebook ist. Und das ist auch kostenlos, eBay Kleinanzeigen. Soweit ich weiß, immer, ich habe es jetzt länger nicht mehr genutzt, aber war immer kostenlos. Und da kann man Genau. auch reinschreiben, zum Abholen, gegen kleine Spende. Und Quoka, das war früher, glaube ich, alles.de, heißt jetzt Quoka. Verlinkt man auch darunter auch noch so eine Sache, wo man inserieren kann, kostenlos und Sachen loswerden kann. Vor allem dann auch für größere Dinge wie Möbel oder sowas, wo man dann auch keinen Bock hat, die jetzt oder keinen Transporter hat, um die irgendwo hinzufahren. Genau, da Auch schon kommen dann cool. einfach auch Leute vorbei und holen sie dir ab. Genau. Genau. Ja, und was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, man kann natürlich, man muss Dinge nicht verschenken oder verkaufen. Manches kann man auch einfach mal reparieren. Wenn es kaputt ist, ja. Ja, Aber genau. kann auch, ja. Das dann neulich so einen geilen Kleber dir gekauft oder so eine Masse, mit der man Sachen zusammenfixen kann. Genau, da gibt es so eine Masse. Ich habe jetzt den Namen vergessen, das können wir dann später auch nochmal einen Link posten. Das kommt aus England. Das ist im Prinzip so ein umweltverträglicher Klebestoff, quasi wie so ein Knetgummi. Und den kann man halt dafür benutzen, um alles vom Kabel bis zum, ach Gott, ich weiß gar nicht, sonst was Haushaltsgerät damit zu reparieren. Es wird halt nach ein paar Stunden fest und genau dafür wurde dieses Ding im Prinzip entworfen. Super Hört Sache. sich gut an. Und führt dazu, dass man auch wieder umweltschonender unterwegs ist, weil viele Dinge werden weggeschmissen, weil ein einziger Riss drin ist oder irgendwie ein einziges Bauteil kaputt ist. Also auch Elektronik, wobei man da natürlich Elektrotechnik studiert haben muss, um das zu reparieren. Schickt alles an uns, was elektronisch kaputt ist. Nein. Aber was man machen kann, man kann Dinge auch noch als defekt verkaufen, falls man nicht weiß, was da kaputt ist, was bei elektronischen Geräten oft der Fall ist. Und da gibt es Leute, die nehmen das jubelnd ab und reparieren das dann, weil sie wissen eben, wie es repariert werden kann. Also das sieht man Ganz sehr oft auf genau. eBay, dass als defekt was verkauft wird.
Genau, richtig. Ja. Dann Ja. vielleicht noch zum Ablauf. Es gibt sicherlich Leute, die gehen jetzt jeden Tag hierher und nehmen einen Gegenstand. Das wäre eine Möglichkeit für den Monat jetzt ganz konkret, um täglich was auszumisten. Andere machen vielleicht eine Hauruck-Aktion. Kann jeder so machen, wie er will. Aber uns ist wichtig, dass man sich jeden Tag bewusst wird, dass man irgendwie was wegtut. Genau, dass man sich damit beschäftigt, dass man entweder durch seine Wohnung läuft und einfach mal Bereiche identifiziert oder Gegenstände, dass man sich die Zeit nimmt und Freunde anschreibt, ob sie es vielleicht haben wollen oder dass man eben Anzeigen online stellt. Es geht nicht darum, dass jeden Tag irgendwas sein Haus verlässt. Na, Ja. Oder es das kann ist ja gut. auch wie bei dir diese E-Mails, ja. Das kann ja auch, es muss ja nicht immer was wirklich gegen ein Gegenstand sein, sondern es kann ja auch digital ausmisten sein, wie wir schon Genau. gesagt haben. Ja, was immer wichtiger wird, weil immer viel mehr digital abläuft. Genau. Hier unser Podcast. Okay. Nee, also ich wollte es damit nicht Schluss machen. Was man vielleicht noch als Tipp oder als Aufforderung sagen kann, dass man, das ist jetzt wieder so ein Monat, wo man ein bisschen mehr posten kann, denke ich auch, im Gegensatz zu Meditieren, dass ihr auch gerne die Sachen fotografiert, die ihr ausmistet. Also fände ich interessant, dass man Finde auch ich auch mal sehr interessant, ja. wäre vielleicht auch noch die Möglichkeit, sich zu verabschieden von dem Gegenstand. Nochmal ein Bild machen und dann raus. Genauso wie es die Cynthia auch macht, die wir vermutlich dann in der nächsten Folge interviewen dürfen, die schon viel Erfahrung mit Ausmisten auch gesammelt hat. Ein ganzes Projekt dazu gestartet hat, wo sie täglich sich vornimmt, einen Gegenstand loszuwerden über ein ganzes Jahr. Das ist nochmal Monatsmob mal 12 sozusagen. Ja, genau. Kann man sich dann direkt anschließen, wenn man den Monatsmob gut fand und dann für eine längere Langzeitmotivation sozusagen. Oder man kommt bei uns in den Mitgliederbereich, der bald startet. Genau. Oder beides. Dann, ja, Stefan, du hattest noch einen Tipp zum Schluss, wenn man emotional an etwas hängt, man es aber doch irgendwie loswerden möchte. Hast du noch einen kleinen Tipp, was man da machen kann? Genau, ich habe so eine schöne Frage. Und zwar fragte ich einfach, bringt mich dieses Ding meinem Ziel näher? Und da muss man natürlich wissen, was das Ziel ist, so ein bisschen, zumindest. Aber wenn man dann keine Antwort hat, also wenn man sieht, es bringt einem nichts, dann weg damit. Genau. Ja. Weg Das damit. war das Schlusswort und damit jetzt auch weg mit der Folge dann. Genau. Schneiden, online stellen und ja, dann ist sie ausgemistet sozusagen. Genau, schreibt uns in der Gruppe, was ihr ausmistet und ich wünsche uns allen viel Spaß mit der Freiheit, die wir dann haben werden, wenn wir viele Dinge losgeworden sind in diesem Monat. Ganz genau. Ja. Cool. Also. Weg Macht's damit. gut, weg damit. Ciao, ciao. Ciao. Monatsmob.